Okay, ich bin Sascha Boska und bin 15 Jahre alt und spiele schon seit 5 Jahren knapp Theater und habe das auch schon woanders gemacht und ja. Mein Name ist Hermann Niemeyer. Darf ich noch mal Alter fragen? 61. Nein, nicht laut, sondern action. Du kannst auch lachen. Ich heiße Jonas Fenemann, bin 17 Jahre alt. Und du spielst auch Theater? Ja. Welche Rolle spielst du denn? Werder-Fan. Du bist ein Werder-Fan, aha. Und? Ein Beatboxer. Ein Beatboxer, was ist denn? Ein Beat. Beatboxer, aha. Ich bin Gertrud Auge, Theaterpädagogin in Leer und arbeite in verschiedenen Theatergruppen. Heute ist eine Probe, wie sie normalerweise stattfindet, wenn wir das Theaterstück fast fertig haben. Am Samstag haben wir das Theaterstück fertig gemacht und jetzt geht es noch um die Feinheiten. Wir gucken, wie das Licht jetzt eingesetzt wird, wie die Kostüme eingesetzt werden. Wir gucken noch nach Sprache, was wer wo wann sagt. Und in 3-4 Proben wird es dann meistens ganz stehen, aber Überraschungen gibt es auch bei den Aufführungen immer. Das Stück heißt Ich bin, wie ich bin, von der Theatergruppe Freigeist. Ja, wir sind eine inklusive Theatergruppe mit Menschen aus den verschiedensten Schulen, Institutionen. Wir haben hier eine Berufsfreiwilligendienstlerin vom Jugendzentrum dabei, eine FSJlerin noch bei der Caritas, beim FED. Also ganz bunter Trupp ist hier. Diese Theatergruppe gibt es diesmal zum ersten Mal. Das ist das allererste Mal, dass wir in dieser Zusammensetzung und für den familienentlastenden Dienst der Caritas Leer auftreten. Die Gruppe Freigeist gibt es erst seit einem knappen Jahr. Die besondere Herausforderung ist, diese ganzen verschiedenen Charaktere zusammenzubringen. Und eigentlich ist es gar keine Herausforderung, weil es macht unglaublich Spaß. Alle sind mit ganz viel Elan und Lust dabei und steuern hier auch Ideen dazu, weil wir haben nie ein festes Theaterstück, wenn wir so eine Theatergruppe anfangen, sondern jeder darf hier seine Ideen reinbringen und am Ende muss es halt gebündelt werden. Das ist dann mein Job, dass man daraus ein Stück macht und weiterhin kommen aber immer noch Ideen bis fast zum Schluss dazu und das macht sehr viel Spaß, ich glaube uns allen, weil das ein Gruppenprozess ist, dieses Theaterstück. Wir haben mit dem Buch damals angefangen, irgendwie anders. Und an dem Thema haben wir uns am Anfang entlang gearbeitet. Was ist eigentlich anders sein und wer bin ich? Und daraus wurde Ich bin, wie ich bin. Das geht eigentlich um diese Zeit, als wir Kinder waren, als alles in Ordnung war, als man sich im besten Falle nicht ausgegrenzt hat. Und wir gehen auch in diese Zeit zurück, als man einfach miteinander gespielt hat. Und da gibt es verschiedene Szenen. Was haben wir da eigentlich alles gemacht? So haben wir damals angefangen. Wir haben Hexen gespielt, wir waren Piraten, wir haben mit Küchengeräten, haben wir Theater gespielt. Und daraus sind verschiedene Szenen entstanden und die werden eine zentrale Botschaft. Ja. Eigentlich eine Gemeinsamkeit zu finden und sich, wie eigentlich in allen Szenen oder im ganzen Stück, sich gegenseitig stehen zu lassen, miteinander klarzukommen. Und ja, dann zum Beispiel diese zickige Mama einzusehen, dass man sich doch ein bisschen besser verhalten kann. Und ja, das ist das, glaube ich, die zentrale Botschaft dieser Szene. Mhm. Das geht los am Samstag, den 17. um 19 Uhr. 17.09. um 19 Uhr hier im Jugendzentrum Leer. Am 18. haben wir um 15 Uhr hier im Jugendzentrum Leer eine Aufführung. Am Montag haben wir im Jugendzentrum Papenburg eine Aufführung um 22:30 und eine Aufführung um 13:30. Und am Dienstag haben wir die Aufführung hier wieder im Jugendzentrum um 10:00 Uhr.